haben jetzt hier den Benjamin Albach, der Leiter des Projekts, und ich werde Ihnen jetzt noch ein paar Fragen stellen. Was haben Sie denn heute gemacht? Wir haben heute mit einem CAD-Programm ein Traumhaus gebaut. Jeder durfte sein individuelles Traumhaus bauen. Ja, das war das grobe Programm. Okay, und wie hat es Ihnen gefallen? Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich mache das ganz gern. Es ist immer interessant. Die jungen Leute haben ja doch immer sehr kreative Ideen. Und hat Spaß gemacht, ja. War es sehr anstrengend? Nö, war eigentlich nicht sehr anstrengend. Ich hatte ja auch Gott sei Dank ein bisschen Hilfe. Und es haben alle sehr gut mitgemacht, hat Spaß gemacht und war nicht anstrengend. Wie baut man denn ein 3D-Haus jetzt, wenn das mal jemand zu Hause machen will? Ja, also wir haben eine Version gewählt, die frei verfügbar ist. Das heißt, kann man sich auch zu Hause installieren. Ist ein CAD-Programm, nennt sich SketchUp. Wir haben in der Version 8 gearbeitet und kann man sich, wie gesagt, es wird im professionellen Einsatz verwendet tatsächlich. Die Google Earth-Modelle werden zum Beispiel mit dem Programm gebaut, wenn man die kennt. Und man kann das auch sehr gut leicht erlernen. Ja, also du warst jetzt ja beim, ich baue mir mein 3D-Haus. Und ja, wie hat es dir denn gefallen? Also mir hat es ganz gut gefallen, also ich fand es interessant. Und warum hat es dir gut gefallen? Weil wir konnten halt eben viele verschiedene Sachen bauen und wir hatten ja auch unsere freien Möglichkeiten, also wir konnten ja bauen, was wir wollten dort. Also ich fand es sehr gut, es ist ein schönes Projekt gewesen und es ist jetzt auch ein bisschen was anderes, also normalerweise ganz oft kommt ja dieses, wie programmiert man einen Roboter und so, und das war jetzt auch mal was anderes. Was habt ihr hier gemacht? Wir haben ein 3D-Haus gebaut und haben hier viel erklärt bekommen. Und warum hast du mitgemacht? Weil ich sehr gerne mit Computern arbeite und ja, ich habe halt so gedacht, so Mathematik und so Geometrie, damit hat es ja auch ein bisschen dann zu tun. Also mir gefällt Architektur sehr gut und da habe ich mich halt eben dafür interessiert und habe halt eben mal überlegt, ob ich dort noch mitmachen könnte. Und was hast du jetzt dabei gelernt? Also, wie man halt dieses Programm benutzt und was es da halt so verschiedene Sachen gibt. Also ich habe gelernt, erstens, wie man das Programm programmiert und zweitens auch noch, dass es schon ganz schön schwer ist, so ein Haus zu bauen und dann auch noch mit seinem Programm. Wie soll dein Traumhaus in 3D aussehen? Also ich habe zum Beispiel gebaut ein ziemlich großes Grundstück, dann habe ich noch ein ziemlich großes Haus gebaut, dann noch eine Terrasse, ein paar Fenster, eine Tür, dann noch eine Bank neben der Tür und dann noch so einen ziemlich großen Pool. Ein gebogenes Dach mit Fensterbänken an den Fenstern, eine Holztür, ein Zaun, ein Pool und ein Garten. Da würde ich doch gerne von Ihnen wissen, wie denn Ihr Traumhaus aussieht, was es so haben sollte. Okay, also ein richtiges Traumhaus habe ich an sich eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn Altes mit Neuem verbunden wird. Also zum Beispiel vielleicht ein altes Weingut und das wird ein bisschen modernisiert mit Wintergarten oder ein neues Gebäude nebendran, das so ein Zusammenspiel zwischen Neu und Alt ist. Das finde ich sehr interessant. Das war Traumhaus in 3D. Tschüss! Hallo, ich bin Rena. Und ich bin Jan. Wir befinden uns hier heute nochmal zum zweiten Mal vor der Fachhochschule Kaiserslautern. Nachdem wir euch gestern gezeigt haben, wie man sein Traumhaus in 3D baut, zeigen wir euch heute, wie man dem Täter auf die Spur geht. Wie gesagt, hier dürfen die Kinder mal dem Täter auf die Spur gehen. Also, lasst uns reingehen. Was ist passiert? Es ist was ganz Schlimmes passiert. Uns wurde die Formel von einem Flugelixier gestohlen, von einem Mitarbeiter der FH. Und die müssen wir unbedingt nochmal finden, weil Andrea hat das ja schon erzählt, weil Andrea und ich ansonsten unsere Arbeit verlieren. Wir haben den Auftrag, die nochmal zu finden. Und alleine werden wir das nicht hinbekommen. Deshalb haben wir die Hilfe gebraucht von den Kindern hier an der Kinderuni. Also wir haben eine Formel, die wurde uns geklaut. Und ihr musstet uns helfen, die halt wiederzufinden, weil das wollten wir halt demnächst irgendwie produzieren und es ging leider nicht, ohne die Formel geht halt nichts. Und ihr habt uns ja dann dabei geholfen, die Formel wiederzufinden. Du warst ja gerade eben bei dem Projekt dem Täter auf der Spur. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich und die erste wäre, wie hat es dir denn gefallen? Ja, sehr gut.
Und warum hat es dir gefallen? Weil man schön ermitteln konnte. Weil man da mit Körnern und das mit dem Fußabdruck untersuchen kann und wer das war, der Täter. Und wurden Sie schon mal bei etwas erwischt? Ob ich schon mal bei etwas erwischt worden bin? Das möchte ich hier jetzt lieber nicht zur Kamera, also das sage ich hier jetzt lieber nicht. So direkt wird mir nichts einfallen, doch vielleicht beim Alkohol trinken unter 16. Aber das ist ja hier Gott sei Dank nicht so schlimm. Und wer war denn der Täter? Der Täter, der war irgendwas mit Nachname Groß. Irgendwas mit Groß. Und wie kommt man denn auf so eine Veranstaltung? Also wie plant man die und wer kommt denn da auf die ganzen Ideen? Wer auf die Idee kam? Auf die Idee kam irgendwann eigentlich Andrea. Die hat so eine Tätergeschichte entsponnen und dann haben wir das so mit Blutnachweis und Blutgruppenbestimmung gemacht, für die Älteren halt. Und an der Kinderuni haben wir halt gedacht, okay, für die Kleineren machen wir etwas Ähnliches. Wir konstruieren einen Fall mit verschiedenen Stationen und dann hat sich beim ersten Mal eigentlich gezeigt, dass die Größeren so schnell fertig sind. Die sind so schnell mit diesem Dechiffrieren von diesem Brief, dass wir dann einen Blutnachweis dazu gemacht haben. Also die machen auch wirklich ein chemisches Experiment ganz am Schluss und die finden das meistens auch ganz toll, mit dem Kittel da zu stehen, mit der Laborbrille und da zu hantieren. Okay, ich danke Ihnen. Vielleicht sehen wir uns mal nächstes Mal.